Als Eingangslied singen wir die Nummer 791, die Strophen 1 und 3. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Familien, liebe Schwestern und Brüder, es dauerte damals, bis die Jünger nach dem Tod Jesu wieder Vertrauen ins Leben gewonnen, bis sie daran glauben konnten, dass ihnen Jesus nicht genommen war. Es dauerte, bis sie wieder Ja zu ihrem Leben und ihrem Alltag sagen konnten. Die mehrmalige Begegnung mit dem Auferstandenen stärkte sie auf diesem Weg, so erzählen es die Evangelien der österlichen Zeit. Wenn wir Gottesdienst feiern, bringen wir so manche Enttäuschungen mit, aber ebenso eine große Sehnsucht nach Leben. Wir denken bei diesem Gottesdienst in der Woche für das Leben an alle Menschen, die dem Tod nahe sind, sowie an jene, die sich in dem großen Bereich der Palliativmedizin der Sterbenden annehmen. Leben im Sterben lautet das Motto dieser Woche. Wir wollen bitten, dass der Auferstandene den Menschen an der Grenze des Lebens Hoffnung schenken und unser aller Vertrauen ins Leben neu stärken möge. Öffnen wir uns für die Begegnung mit dem Auferstandenen und lassen uns von ihm mit neuer Lebenskraft erfüllen. Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung gewährst du uns einen neuen Blick aufs Leben. Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, du öffnest uns die Augen für deine Gegenwart in unserer Mitte. Christe eleison.
Herr Jesus Christus, du schenkst uns den Mut, dir nachzufolgen. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazuräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die ihr durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde. Habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen, denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater
den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Zum Antwortgesang singen wir die Nummer 440, Strophen 1 bis 4. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Nummer 175, 6. Schöpfer der Salz hat
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte, ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Familien, liebe Erwachsenen, Schwestern und Brüder. Die Pfarrei Ottering hat schon am Anfang dieser Corona-Krise einen Einkaufsservice für alte Menschen und Risikopatienten ins Leben gerufen. Und stolze 25 junge Freiwillige haben sich sofort bereit erklärt, für sie einzukaufen. Aber wie soll ich sagen, in den letzten 6 Wochen haben sich nur 2 Personen gemeldet, die dieses Angebot Einkaufsservice in Anspruch genommen haben. Soll man jetzt enttäuscht sein? Natürlich nicht. Ich sehe das Ganze positiv und kann sagen, in der Pfarrei Ottering, in der Gemeinde Mostenning funktioniert scheinbar die natürliche Nachbarschaftshilfe. Die Menschen sind füreinander da, das ist schön. Die Lebensmittelversorgung für Jung und Alt ist also gesichert. Schauen wir miteinander ins Evangelium hinein. Auch die lebensmitteltechnische Versorgung der Apostel nach einem arbeitsreichen Tag ist gesichert. Jesus erscheint ihnen nämlich als Auferstandener zum dritten Mal am Ufer des Sees Genezareth, als sie gerade vom Fischen kommen. Und er sorgt für das Essen am Ufer. Am Boden gibt es ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Kommt
und esst, sagt Jesus zu seinen Freunden. Wie gerne würden wir diesen Satz möglichst bald zu Ihnen, liebe Mitchristen, wieder sagen können. Kommt in die Kirche und empfangt den Leib Christi, kommt und esst. Im Brotbrechen erkennen die Apostel Jesus und sie spüren zugleich, dass ihr Leben mit Jesus sinnvoll war und sinnvoll bleibt. Wie geht es Ihnen momentan zu Hause? Geht es drunter und drüber? Haben Sie Existenzsorgen? Können Sie auch zu Hause den Tag nutzen oder ist Ihnen langweilig? Fällt es Ihnen schwer, die Entscheidungen zu verstehen? Wie dem auch sei, liebe Schwestern und Brüder. Aber vielleicht geht es Ihnen auch so, dass man einiges aus vergangenen Tagen, aus vergangener Zeit entdeckt, das sinnlos war. Und man entdeckt unter anderem, wie sinnvoll das Leben sein kann, was man an Sinnvollen tun kann. Der Verfasser des ersten Petrusbriefes aus unserer Lesung schreibt für Menschen, die früher Heiden waren und dann zum Glauben gekommen sind. Früher war eure Lebensweise sinnlos. Ihr habt eigentlich gar nicht gewusst, wofür ihr lebt, aber jetzt, wo ihr gläubig seid, ist euer Leben sinnvoll. Christus hat euch aus dieser früheren sinnlosen Lebensweise herausgeführt. Das, was Petrus mit sinnloser Lebensweise meint, kennen auch wir entweder aus eigenem Erleben oder aus unserer Umgebung. Manche fragen sich zum Beispiel, was es für einen Sinn hat, was sie da täglich in ihrem Beruf tun. Viele empfinden ihre Arbeit unbefriedigend und haben keine Freude daran. Oder wie vielen alten Menschen kommt ihr Leben sinnlos vor, weil sie nicht mehr so viel arbeiten können, weil sie meinen, sie würden nur noch anderen zur Last fallen. Und eine der schlimmsten Erfahrungen, die viele Menschen jetzt in der Zeit der Isolation machen müssen, ist das Gefühl zu haben, nicht mehr gebraucht zu werden. Oder wenn eine Liebe, eine Ehe zerbricht und vielleicht eine ganze Familie. Es ist momentan eine große Herausforderung. In manchen Familien klappt das Zusammenleben besser als je zuvor. Und bei anderen bricht alles auseinander. Und sind wir nicht gerade auch als gläubige Menschen oft enttäuscht worden? Müssen nicht auch wir mit den Jüngern sagen, wir hatten gehofft, dass er uns Rettung bringt, aber wir spüren nichts davon. Oder wir können einen vollen Terminkalender haben, 8 Stunden Arbeit täglich und mehr, viele weitere Aktivitäten, ein Ehrenamt, eine Sitzung, ein Konzertbesuch und. Bin ich zufrieden? Hat mein Leben Sinn? Und verdient es das Prädikat erfülltes Leben? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Was ist erfülltes Leben? Alles, was zum Wohl anderer ist und sie glücklicher und freier macht, das ist auch zu meinem Wohl und macht mein Leben sinnvoll. Alles, was ich nur egoistisch tue, damit es mir selbst besser geht, ist letztlich sinnlos. Es weckt nur den Hunger noch immer mehr. Das Reich Gottes unter uns wächst nur dadurch, dass es uns durch uns anderen besser geht und damit allen. Gott will, dass wir unseren Blick lösen von diesem dauernden Schaffen, Leisten und Verdienen. Gott will, dass wir uns Gedanken machen, wie er in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinde seinen Platz bekommen kann. Erfülltes Leben, das gibt es nicht für mich allein, sondern nur in der Beziehung zu anderen. Liebe Schwestern und Brüder, ich denke, die Worte unseres Papstes Franziskus, die er in seinen Frühmessen jeden Morgen um 7 Uhr wählt und die auch im Internet übertragen werden, sind außerordentlich. Ich finde es lohnenswert und sinnvoll, genau hinzuhören, was er uns sagen möchte. Heute mehr denn je sind die Familien auf sich selbst zurückgeworfen, hängen völlig voneinander ab. Alle Ablenkungen sind abgeschaltet. Die meisten von uns leben jetzt sehr eng miteinander. So lernen wir vielleicht mehr als je zuvor, sich umeinander zu kümmern. Vorher haben wir unser tägliches Leben so viele Ablenkungen bestimmt. Nun ist es eine Zeit des Nachdenkens,
Zeit, in unsere Herzen und Seelen zu blicken, nicht nur auf die körperliche Gesundheit, eine Zeit, um auf den Geist, auf unsere innere Stimme zu hören, die uns sagt, wie wichtig es ist, den anderen zu lieben und füreinander da zu sein. Für die Familienmitglieder, aber auch für die große Menschheitsfamilie. Liebe Mitchristen, am Ende dieser Predigt möchte ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen, die mir eingefallen ist, als ich während der Woche das heutige Evangelium meditiert habe. Vielleicht hilft sie uns. Und es geht um Fischer. Irgendwo am Meer fährt jeden Tag mit seinem kleinen Fischerboot raus, fängt zwei Fische und kehrt am Mittag wieder zurück zu seiner Familie. Gemeinsam grillen sie die Fische am Strand und verbringen anschließend die Zeit miteinander. Irgendwann kommt ein Manager, irgendein hoher Unternehmer, vorbei und macht im Dorf des Fischers Urlaub. Er beobachtet den Fischer für ein paar Tage und wundert sich, warum der Fischer immer nur mit zwei Fischen zurückkommt. Ganz der Unternehmer, der er ist, geht er irgendwann zum Fischer und fragt diesen, warum er eigentlich immer nur zwei Fische fange und ob denn da draußen nicht mehr zu fischen wäre. Die Antwort des Fischers ist, dass es selbstverständlich mehr Fische gäbe, aber dass ja die zwei Fische, die er täglich fange, genug seien für ihn und seine Familie. Daraufhin schlägt der Unternehmer Folgendes vor: Du könntest doch trotzdem mehr Fische fangen und die übrigen dann einfach verkaufen. Der Fischer fragt zurück, was er dann davon hätte, woraufhin der Unternehmer mitteilt: Dann kannst du mit dem Verkauf der übrigen Fische noch zusätzlich Geld verdienen. Der Fischer fragt wieder: Und was mache ich dann mit dem zusätzlichen Geld? Du kannst irgendwann vielleicht sogar Mitarbeiter anstellen. Erneut wundert sich der Fischer und fragt: Und was mache ich dann mit den Mitarbeitern? Naja, mit mehr Mitarbeitern kannst du dann noch mehr Fische fangen und diese verkaufen und damit noch mehr Geld verdienen. Aber auch hier erkennt der Fischer den Wert noch nicht und fragt wieder: Und dann? Dann hast du vielleicht irgendwann ein großes Unternehmen, eine Fabrik und kannst sehr viel mehr verkaufen und verdienen. Und was habe ich davon? Tja, irgendwann dann verdienst du vielleicht so viel Geld, dass du gar nicht mehr arbeiten musst. Das wäre doch toll. Und wenn ich dann nicht mehr arbeiten muss, kann ich dann machen, was ich will? Hocherfreut, dass der Fischer nun scheinbar verstanden hatte, antwortet der Manager: Ja, absolut. Du musst nicht mehr arbeiten und kannst tun und lassen, was du willst. Kann ich dann auch jeden Tag mit meinem Boot rausfahren, zwei Fische für mich und meine Familie fangen, diese zum Mittagessen grillen und den Nachmittag dann mit meiner Frau und den Kindern am Strand verbringen und die Zeit genießen? Ja, all das kannst du tun, bestätigt der Manager. Nachdenklich schaut der Fischer ihn an und antwortet schließlich: Aber genau das mache ich doch jetzt schon jeden Tag. Liebe Mitchristen, wie schön entspannt die Geschichte auch klingt, von ein paar Fischen, die man auf dem Markt verkauft, schafft man sich natürlich keine langfristige Perspektive. Es ist wichtig, die Zukunft zu planen und Dinge anzugehen, aktiv zu sein, zu arbeiten und Fähigkeiten zu erlernen. Denn es macht Freude, neue Tätigkeiten zu erlernen, Ziele zu erreichen und Geplantes umzusetzen. Ich denke, das Besondere unserer Zeit ist jetzt, dass es schön ist, Zeit zu haben, Zeit zu verschwenden. Und das ist das, was am Fischergleichnis das Besondere ist. Energie für Projekte entstehen zu lassen und die Zeit zu nützen. Und besonders kreativ werden wir, wenn wir Jesus mit ins Boot nehmen. Amen. Den Glauben an den dreifaltigen Gott wollen wir miteinander bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ostern will allen kraftlosen und vom Leben gezeichneten Menschen neue Hoffnung schenken. Verbinden wir uns im Gebet mit Menschen, die solche Kraft besonders brauchen, und rufen wir zu Gott. Wir beten für alle, die schwach und schwer krank geworden sind, deren Kraft zum Leben nicht mehr zu reichen scheint. Sei ihnen nahe und stell ihnen Menschen an die Seite, die sie in Würde begleiten. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, denen der Abschied von einem geliebten Menschen besonders schwer fällt. Stärke und tröste sie mit neuer Hoffnung. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle pflegenden, medizinischen und sozialen Berufe, für alle ehrenamtlichen Dienste und alle Seelsorgenden, die Menschen am Ende des Lebens zur Seite stehen. Erfülle sie stets mit neuer Kraft, dass sie nicht müde werden, Zeugen des Lebens zu sein. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen und einen Dienst tun. Lass ihnen immer neu bewusst werden, dass du sie bestellt hast, die Armen und Schwachen zu begleiten. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die ihren Lebensweg in dieser Welt schon zu Ende gegangen sind. Lass sie bei dir die Erfüllung all ihrer Hoffnung und Sehnsucht erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, in diesen österlichen Tagen lässt du uns von neuem dein Ja zum Leben spüren. Dir sei Lobpreis und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir die Nummer 184. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast dir Grund gegeben zu solchem Jubel,
Erhalt dir die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Sanctus singen wir die Nummer 921. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heilers dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieg über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Fehler, Schwächen und Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Zum Agnus Dei singen wir die Nummer 922. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Jünger erkannten den Herrn Jesus, als er das Brot brach. Halleluja. Leib Christi. Amen.
All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. Brot des Lebens, Kelch des Heilers, Halleluja. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. Quelle des Lebens, lebendiges Wasser, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr. Und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. Meister des Lebens, ewiger Herrscher, Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Mitchristen, Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört, die vorsichtige Öffnung für Gottesdienste in Bayern rückt näher. Messfeiern und andere liturgische Feiern mit eingeschränkter Teilnehmerzahl und erhöhten Hygienevorschriften werden scheinbar bald wieder stattfinden können, Anfang Mai. Näheres erfahren wir von der Diözesanleitung aus Regensburg in der kommenden Woche. Wir bitten Sie um Verständnis, dass der nächste Pfarrbrief nur den Zeitraum einer Woche umfasst. Erst nach weiteren Informationen aus Regensburg können wir Ihnen wieder einen umfassenderen Pfarrbrief anbieten. Wir danken allen Pfarrbriefausträgerinnen und Trägern, dass sie sich die Mühe machen, und an den beiden kommenden Wochenenden diese Pfarrbriefe austragen und sie somit versorgen. Vergelt's Gott. Ihnen allen wünschen wir einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche. Vor allem den Verkäuferinnen und Verkäufern, die jetzt ab morgen ihre Läden wieder öffnen dürfen, wünschen wir neue Zuversicht und ein erfolgreiches Geschäft. Seien Sie behütet und passen Sie auf sich auf. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne uns und schenke uns seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in uns die Gabe der Erlösung.
Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke uns das verheißene Erbe. Das gewähre uns der menschenfreundliche Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Nummer 533, die erste und zweite Strophe.